In diesem Video zeige ich, wie man allein unter Windows automatisch regelmäßige Backups von Ordnern bzw. Dateien erstellen lassen kann, ohne extra ein Programm installieren zu müssen. Ich zum Beispiel nutze meinen alten PC, um auf ihm einen Minecraft-Server zu hosten. Um sicherzugehen, dass die Minecraft-Welt vollständig bleibt, auch wenn sie einmal Griefern oder Hackern zum Opfer fallen sollte, habe ich hin und wieder ein Backup per Hand erstellt. Also Rechtsklick Dateipfad öffnen, eine Ebene nach oben, Steuerung A, Rechtsklick kopieren, dann in den Backup Ordner wechseln, Rechtsklick neuen Ordner erstellen, Rechtsklick umbenennen, Ordner mit dem Datum in amerikanischer Schreibweise benennen, Ordner öffnen, Rechtsklick einfügen. Und da das ziemlich umständlich ist, habe ich mich nach einer komfortableren Methode umgesehen und auch gefunden. Es gibt zwar spezielle Software für solche Angelegenheiten, aber jede Software auf dem Rechner macht den Rechner minimal langsamer. Ich habe eine Möglichkeit entdeckt, mit der man regelmäßige Backups nur allein mit Windows ohne ein Zusatzprogramm machen kann. Als erstes suchen wir dafür im Startmenü den Editor und öffnen diesen. Wenn du öfter mit Batchdateien arbeitest, empfehle ich einfach Notepad++ zu verwenden. Der kostenlose Download-Link befindet sich natürlich in der Videobeschreibung. Also, ich möchte jetzt, dass eine Batchdatei beim Öffnen in den Ordner Server Backups einen neuen Ordner erstellt, dessen Name das heutige Datum und die aktuelle Uhrzeit enthält. Anschließend soll der ganze Inhalt vom Ordner Server, also die Minecraft-Welt und die Server-Exe und so weiter, in den eben erstellten Datum-Uhrzeit-Ordner kopiert werden. So, jetzt schreiben wir diese eben besagte Batch-Datei. Die Datei wird nur aus zwei Zeilen und zwei Befehlen bestehen. Als erstes wollen wir den besagten Ordner erstellen, dessen Name, Datum und Uhrzeit beinhaltet. Ordner erstellt man unter Batch mit dem Befehl MD und dann den Dateipfad. Den Dateipfad bekommt man übrigens ganz einfach, indem man im Windows Explorer in die Leiste oben klickt und dann das markierte einfach kopiert. Zurück zum Thema. Wir schreiben also MD und geben jetzt den Dateipfad an unter dem unser datum Uhrzeitordner erstellt werden soll in meinem fall ist das c -backslash server backups also direkt auf der c-platte der ordner server backups jetzt werde der computer aber verwirrt weil es den ordner server backups auf der c festplatte schon gibt und dann kann er den ja nicht mehr erstellen deswegen müssen wir hinter dem eigentlichen dateipfad noch den ordnernamen angeben aber mit einem Backslash davor, das macht man auf der deutschen Tastatur übrigens mit Alt-GR und Fragezeichen. Achtung! Das, das Backslash, Backslash nicht verwechseln mit, mit dem normalen, normalen Schrägstrich bei der 7. 7. Doch wie benennen wir jetzt den Ordner? Der Ordner soll später Datum und Uhrzeit beinhalten. Jetzt können wir den Ordner ja nicht einfach mit dem heutigen Datum und der heutigen Uhrzeit benennen, denn das wäre dann morgen hinfällig. Um immer das aktuelle Datum zu haben, egal wann die Batchdatei ausgeführt wird, gibt man einfach %date% als Ordnernamen an. Denn %date% wird immer durch das Datum ersetzt, das im BIOS bzw. bei Windows eben angegeben ist. Aber wollen wir die Batchdatei mehrmals täglich ausführen lassen, wäre der Computer wieder verwirrt, weil beim zweiten Mal Ausführen dann der Ordner mit dem heutigen Datum bereits existiert. Deswegen wollen wir jetzt noch die Uhrzeit in den Ordnernamen bekommen. Als Abstandhalter ist es schlecht, ein Leerzeichen zu verwenden, deshalb lieber ein Unterstrich. Mit %time% kann man sich die Zeit anzeigen lassen. Jetzt gibt es allerdings ein Problem, dass der Name eines Ordners keinen Doppelpunkt enthalten darf. Deswegen lassen wir uns zuerst die Stunden anzeigen schreiben dann einen Punkt oder eben ein anderes Zeichen, das für Ordnernamen zugelassen ist und lassen uns jetzt die Minuten anzeigen. Und wie man das macht, zeige ich jetzt. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und zwar mit Prozent Time Doppelpunkt Welle, also Welle mit AltGr und äh, Plus oder Sternchen, kann man festlegen, welche Teile der Uhrzeit angezeigt werden sollen. Dafür gibt man für die erste Position die Zahl der Position, an der die Ziffer kommt, an. Hierbei geht der Counter von links nach rechts und beginnt bei 0. Das wäre bei uns jetzt die erste Ziffer, also schreiben wir eine 0. Nun schreiben wir ein Komma und geben an, wie viele Ziffern nach rechts angezeigt werden sollen. Das wäre dann eine 2, weil wir zwei Ziffern nach rechts anzeigen wollen. Und nicht vergessen, das Ganze wieder mit einem Prozentzeichen abzuschließen, dass wir wieder das Prozent-Time-Prozent Prozent -Time -Prozent haben. Und jetzt würde beim Ausführen der Batchdatei schon ein Ordner erstellt werden, dessen Name das Datum und die aktuelle Stunde beträgt. Jetzt schreiben wir einen Punkt und nach dem Punkt wieder Prozent-Time-Doppelpunkt-Welle. Und schreiben jetzt für die vierte Ziffer eine 3 und wollen wieder ganze Zwei-Ziffern anzeigen lassen, also eine 2. Das Prozentzeichen wieder nicht vergessen. Und jetzt würde sich beim Ausfüllen schon mal ein Ordner mit dem Datum und der Uhrzeit als Name erstellen. Jetzt müssen wir dem Computer nur noch sagen, dass er jetzt eine Kopie von irgendeinem Ordner bei mir jetzt hier der Serverordner in den Ordner Datum Uhrzeit erstellen soll. Das macht man mit dem Befehl xcopy Quellpfad und dann den Zielpfad in Anführungszeichen angibt. Der Quellpfad wäre bei mir jetzt der originale Serverordner, also bei mir C Backslash Server in Anführungszeichen <laughs> und als Zielpfad nehmen wir den Ordner Datum Uhrzeit. Also kopieren wir uns einfach den oberen Pfad, machen ein Leerzeichen und fügen den Zwischen zwei Anführungszeichen unten ein. Wichtig ist noch, dass man /e dahinter schreibt. Dann ist das ganze auch schon fertig und wir müssen das ganze nur als Batch-Datei abspeichern. Das machen wir unter Datei, speichern unter. Nun ersetzen wir das .txt durch ein .bat. Benennen diese Datei und speichern das Ganze wohin, wo wir es wiederfinden sollten. Und jetzt könnten wir beim Öffnen der Batch-Datei auch schon ein Backup bestellen, aber wir wollen ja das Ganze automatisch ablaufen lassen. Und jetzt kommt es noch darauf an, wie du es haben willst. Wenn es dir reicht, dass einfach immer nur beim Hochfahren des Rechners ein Backup gemacht wird, was mir bei meinem Server durchaus reicht. Kannst du einfach dranbleiben, dann erkläre ich noch, wie man die Batchdatei in den Autostart-Ordner einfügt. Wenn du aber genau einstellen möchtest, wann oder wie oft am Tag ein Backup gemacht werden soll, solltest du bei diesem Video hier vorbeischauen. Da zeige ich, wie man das Ganze natürlich auch wieder alleine mit Windows ohne Zusatzprogramm einrichtet. Für die einfache Methode klickt man im Windows Explorer oben in die Leiste und gibt shell Doppelpunkt Startup ein und drückt dann auf Return. Wir befinden uns nun im AutoStart Ordner, in den wir die eben erstellte Batchdatei rein kopieren. Ab jetzt wird immer kurz nach dem Hochfahren des Computers ein Backup gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du dem Video den blauen Daumen gibst. Bei Fragen bitte einfach einen Kommentar da lassen. Videovorschläge sind natürlich in den Kommentaren ebenfalls erwünscht. Danke fürs Zusehen. Euer Gammel Sammy.